Das Spiegelzentrum zu konstruieren bei einer Punktspiegelung ist wirklich sehr einfach. Wenn ihr euch überlegt, das haben wir ein Fünfeck und dieses Fünfeck wurde an einem Punkt gespiegelt zum Fünfeck A'B'C'D'E'. Wenn ihr euch zurück überlegt, um das an einem Punkt zu spiegeln, mussten wir doch jeweils von einem Punkt durch das Spiegelzentrum eine Gerade legen. Und diese Gerade geht dann auch durch den Bildpunkt. Also in dem Fall von E würde den auch durch E' gehen. Ja, ich könnte doch mal in dem Fall so eine Gerade zeichnen. Das ist eine erste Gerade. Ich weiß, irgendwo auf dieser ersten, auf dieser Geraden zwischen E und E' liegt das Spiegelungszentrum. Das zweite, was ihr auch noch wisst, ist der Abstand zwischen E und E' ist ja genau, also der Abstand zwischen E und dem Spiegelzentrum ist gleich groß wie der Abstand zwischen E' und dem Spiegelzentrum. Jetzt könnten wir selbstverständlich über der Strecke E, E' eine Mittelsenkrechte konstruieren. Das ist aber viel zu mühsam. Das machen wir nur, wenn wir halt nur einen Punkt kennen und einen Bildpunkt und nicht eine ganze Figur wie hier. Wenn wir einen zweiten Punkt haben, ja, dann wissen wir, das Spiegelzentrum muss ja auch auf der Geraden, auf der Verbindungsgeraden zwischen diesen zwei Punkten sein. Und somit ist es sehr schnell konstruiert, dieses Spiegelzentrum ist nämlich der Schnittpunkt der zwei Geraden. Nämlich dieser Punkt und das ist das Spiegelzentrum S. Und das liegt tatsächlich genau in der Mitte. Also es wäre schon gegangen, wenn wir zwischen E und E' die Mittelsenkrechte gezeichnet hätten, hätten wir auch diesen Punkt bekommen. Das ist natürlich einiges mühsamer zum Konstruieren. So geht es einfacher.